Hallo und herzlich willkommen zu Lionheart. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß mit dem folgenden Video. Willkommen zurück zum Event Hauch der Windblumen. Dieses Mal versuchen wir festliche Schnappschüsse. Mal sehen, was uns da erwartet. Wir haben eine Quest und kriegen auch noch nachher noch einen ganz tollen Fotoapparat. Wir haben ja schon zwei im Inventar eigentlich, also jetzt kriegen wir noch einen dritten dazu. So, Ziel verfolgen. Da ist er. Reisende, warte einen Moment. Reisende. Du hältst hier die Veranstaltung ab. Eine Veranstaltung? Nein, nein, ich habe keine Zeit für so etwas. Auch wenn ich Zeit habe, fehlen mir die Mittel und Fähigkeiten. Ich bin einfach jemand, der sich sehr für das Fotografieren interessiert. Ich habe vor kurzem jemanden gebeten, mir einen Fotoapparat zu besorgen und habe damit sehr viele Bilder gemacht. Unerwarteterweise scheinen die Leute von der Gilde diese Bilder sehr zu mögen. Cyrus hat sogar gesagt, dass wir daraus Bücher machen und sie als Andenken verschenken könnten. Zufälligerweise ist jetzt das Windblumenfest, also hat Cyrus mich durch Mondschatz. Also bat mich Cyrus, durch Mondschatz zu gehen und verschiedene Bilder im Zusammenhang mit dem Fest zu machen. Er möchte sie zu einer Bildersammlung für das Fest zusammenstellen und sie den Abenteuern der Gilde schenken. Aber Mondschatz ist ein großer Ort mit vielen schönen Plätzen zum Fotografieren. Und ich bin ganz allein. Die anderen Abenteurer sind auch auf ihren eigenen Missionen unterwegs und werden keine Zeit haben, mir zu helfen. Ich weiß, dass es keine gute Idee ist, während das Windblumenfest andere um Hilfe zu bitten, aber bitte, Reisende. Ich habe gehört, dass du eine Meisterin im Fotografieren bist, also bitte hilf mir. Nun, ich mache ja manchmal Fotos. Wer hat dir von mir erzählt? Wer hat dir von mir erzählt? Das waren einige andere Abenteurer der Gilde. Es gibt auch unter uns eine Menge Leute, die gerne Fotos machen. Wir haben geplant, einen Fotoclub zu gründen, aber wir sind nicht sicher, ob Cyrus das gutheißen würde. Zurück zur Sache, Reisende. Ich möchte dir förmlich auftragen, mir zu helfen, Fotos rund um Mondschatz zu machen. Ach ja, bitte nutze meinen Fotoapparat, um die Bilder zu machen. Ich warte ihn regelmäßig, damit er reibungslos funktioniert. Man braucht schließlich einen guten Fotoapparat, um gute Fotos zu machen, nicht wahr? Ich zähle auf dich. Du kannst jede Art von Fotos machen, die du willst, aber sie müssen etwas mit den Windblumenfest zu tun haben. Und mach dir keine Sorgen wegen der Belohnung. Ich werde mich an die üblichen Regeln der Gilde halten. Du wirst nicht umsonst arbeiten. Nun, ich muss die Bilder hier erst einmal einordnen. Ah, drei Bilderchen. Mondschatt. Aha. Ort zum Fotografieren. Also zuallererst muss natürlich ein Foto vom Haupttor von Mondschatt geschossen werden. Nun, merkt ihr, das Foto vom Haupttor auszuschießen und du... Nun merkt ihr, das Foto vom Haupttor auszuschießen und du musst es an der richtigen Stelle machen. Der Blumenkranz, der Teppich, die Blumenbeete, alles muss im Bild sein. Okay. So, Ort zum Fotografieren. So sieht das aus. Fotografiere Mondstadt. Ein Fotopunkt muss im Bild sein. Die Figur soll zu sehen sein. 8 bis 17 Uhr. Gut. Geh zum Fotografieren. Ja, es ist klar, dass es da ist. Na? Nochmal, so. Ach so, er macht nur Verfolgen. Na gut, ich dachte, er teleportiert uns dahin. Tut er natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön. Ja, da haben wir den super neuen Fotoapparat. So, 8 bis 17 Uhr war das gewesen. Ja, 17 Uhr haben wir, glaube ich, schon drüber. Um in den Aufnahmemodus zu gelangen, musst du zuerst den Fotoapparat anlegen und mit Fotopunkten interagieren. Die Aufnahme teilt sich in einige in eine Einstellungsphasen, in der Einstellungen zum Fotografieren möglich sind und eine Aufnahmephase, bei der die Bewegung und das Ausführen von Fähigkeiten möglich sind. Ja, in der Einstellungsphase musst du zuerst eine Einstellung zum Fotografieren wählen und kannst dann basierend auf dieser Einstellung und mit dem Einstellen der Position und des Winkels weitermachen. Du musst darauf achten, dass der Fotopunkt innerhalb des Fotobereichs liegt. Nach Bestätigung der Einstellung zum Fotografieren beginnt die Aufnahmephase. Bei der Aufnahmephase wird das Foto im zuvor bei der Einstellung zum Fotografieren festgelegten Winkel aufgenommen. Wenn du den Fotoapparat verwendest, beim Fotografieren wird die Aufnahmerichtung durch einen Aufnahmestrahl angezeigt. Wenn du die Einstellung zum Fotografieren erneut anpassen möchtest, kannst du auch auf der Herausforderung anhalten, klicken
und zur Einstellungsphase zurückkehren, wodurch der Einstellungsvorgang neu gestartet wird. Wenn du das Foto aufgenommen hast und weitere Fotos mit denselben Einstellungen machen möchtest, kannst du auf weiter fotografieren klicken, um in die Aufnahmephase zurückzukehren. Ist ja schön, dass die alle hier so mal zwischendurch reden, aber wenn man selbst gerade redet und hier was erklären will und die dann quatschen, ne, ist das nicht schön. So, mal nur am Rande, so, ne? Gut. Fotoapparat, wo bist du? Da, zeitlich begrenzt leider. Warum kann man den nicht behalten? Sieht doch eigentlich ganz schön aus, aber ja, man hat ja schon einen roten und einen braunen. Und der, ja, jetzt hat man so einen hellblauen. Wie gesagt, wenn man den behalten könnte. Naja, gut. Was war es? 8 bis 17 Uhr, hatten wir gesagt. Machen wir nochmal direkt 8 Uhr morgens, mal sehen, wie es aussieht hier. Bild aufnehmen. Ja. Achso, das soll so zu sehen sein, ja? Ja, sieht schon nicht schlecht aus. Der Winkel wurde festgelegt. Fände will ein Foto, aber um ein Foto zu machen. Ja. Größeres Bild ansehen, sieht dann so aus. Speichern wir mal. Hat was. Zwar leider von hinten, aber ist trotzdem okay. So, das war das erste. Die Belohnung holen wir zum Schluss. So, Ort zum Fotografieren. Frohes Windblumenfest. Während des Windblumenfestes ist der Platz immer voll mit Menschen, aber irgendwas würde fehlen, wenn man von den Treiben keine Bilder machen würde. Hehe, das fiele dann wohl auch unter Feststimmung. Fotografieren Mondstadt. Ein Punkt muss im Bild sein, die Figur soll zu sehen sein, Figur muss aus Mondstadt stammen. Ja, das ist ja kein Problem. So, geht zum Ort, das ist die Statue da oben. Teleportieren wir uns mal hin. Eine Person aus Mondstadt. Ja, wir haben ja gerade den guten D-Luke. Der gehört ja dazu. Oh, das sieht hier auch richtig schön aus. Also ich, seit das Fest war, war ich noch nicht hier. Aber hübsch gemacht mit den ganzen Infos. Schon toll. Aber wir nehmen trotzdem mal einen anderen Charakter. Nehmen wir mal die gute Jean. Kaze no michibiki no mama ni. So. Oh ja, das sieht gut aus. Schade, ich würde sie gerne drehen. Ja, so geht's ja, aber. Ja, naja. Alles richtig. Ach, mein Ding ist auch mit da drauf. Naja, auch gut. So, einfach mal speichern, wenn man es kann. Gut, das hätten wir. Und das dritte Foto. Windblumenvergnügen. Was? Du willst uns auch fotografieren? Muss nicht sein. Ich bin nicht gerade fotogen. Fotografier lieber Lies oder Plauen. Aber wenn du mich wirklich fotografieren willst, dann lass mich erstmal eine schöne Pose einnehmen. Ah, genau da. Das trifft sich ja gut. Die Figur soll zu sehen sein, fotografiere die Figur beim Ausführen der Elementarfähigkeit. Ah, und es ist egal, welche Figur. Gut. Elementarfähigkeit. Oh ja, da habe ich eine Idee. So, erstmal kommt der gute Dilok wieder zurück. Machen wir mal schnell hin. Ah, da ist das Foto. Was finden? Oh, das ist aber zu weit entfernt. So. Ja, sieht gut aus.
Aha, okay. Hat sich so hingedreht, aber hat auch was. So, speichern wir mal. Sehr gut. Das waren die drei Fotos. Jetzt holen wir uns nochmal die Belohnung ab. So. 30 Kugelstein, nochmal 30. Und nochmal 30. Das war doch mal schon sehr nett. Sehr schön. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Event-Video wieder. Bis dann. Und da sind wir leider auch schon am Ende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein kostenloses Abo und ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss.